So zünftig ging es am Samstag auf der ersten Biermesse in Schwandorf zu. Der Andrang war enorm und der Durst der Gäste auch. Ich übergebe das Wort allerdings nun an Moderator und Organisator Fabian Borgner. Wer wäre schließlich besser geeignet, uns die Messe bei einem kleinen Rundgang vorzustellen? Fabian, an welchem Stand fangen wir denn an? Familienbrauerei Jakob in Bodenwöhr. Bei mir ist der Markus Jakob. Wir sind mittendrin in der ersten Schwandorfer Biermesse. Wie sind deine ersten Eindrücke? Soll ich fragen für die Kamera? Stark. Freue mich total, dass wir da sind. Das ist ein tolles Event. Fabian, den du so organisiert hast, Respekt. Neben mir unsere Werbeikone, der Josef Bindel, der BEF. Freue mich auch, dass wir miteinander da sein können. Und tolle Sache. Den fragen wir auch gleich als nächstes. BEF, du bist hier auf der ersten Schwandorfer Biermesse, am Stand von der Hausmacht sozusagen. Wie gefällt es dir bis jetzt? Also ich bin reingekommen und war gleich vom ersten Anblick schon begeistert. Also erstens, weil die ganzen Brauereien ehrenamtliche Stände aufgebaut haben, weil viele Besucher da sind und was da den ganzen Tag geboten wird. Also wirklich Respekt und mich freut es, dass die mittelständischen Brauereien da alle mitgemacht haben bei deiner Idee. Cornelia zu sprechen. Du bist Weißbierkönigin erst seit noch nicht so langer Zeit, gell? Nein, seit Februar. Seit Februar. Wie war die Wahl? War ziemlich spannend, glaube ich, ne? Ja, ziemlich spannend, ja. War sehr interessant. Was ist denn seit der Zeit alles auf dich zugekommen oder was hast du bis jetzt alles machen müssen in offizieller Funktion? Ich war beim Kraus, beim Stadtbieranstieg mit dabei und heute ist halt Biermesse, wo ich auch mit vertreten bin. Wunderbar. Fühlst du dich wohl auf der Biermesse sozusagen unter einheimischem Fachpublikum? Ja, sehr schön. Und hier sind wir bei der Brauerei, die noch auf dem Stadtgebiet Schwandorf selber braut. Schlossbrauerei Narbeck mit der Familie Rasel und natürlich Juraweizen. Nicht unbekannt, seit Jahren bekannt und beliebt. Herr Rasel, Frau Rasel, wie finden Sie momentan die Veranstaltung in Ihrem bisherigen Verlauf? Wir sind gerade ein bisschen dabei, die Stimmungen einzufangen. Ja, also die Idee ist einfach super. Ich habe es gerade schon bei meiner Ansprache gesagt, es ist einfach klasse, dass wir die mittelständischen und kleinen regionalen Brauereien eine Chance haben, sich zu präsentieren und abzugrenzen gegenüber den großen Industrie- und Massenbieren aus Norddeutschland. Und hier hat man ja das ein oder andere Bier auch schon probiert und man kann also wirklich sagen, so vielfältig und so vielfältig wie die Oberpfälzer sind, so sind auch die Biere, die hier gebraut werden. Ich darf an die Frau Rasel die Frage stellen, wie gefällt es Ihnen bisher? Also ich finde es toll, dass wir die Möglichkeit haben, uns zu präsentieren und es ist immer eine gute Möglichkeit, in der Oberpfalz weiterhin bekannt zu werden und ich finde das eine gute Idee. Also auch da zufrieden. Und da haben wir, ich hätte jetzt fast gesagt, einen der Chefverbraucher, Baron Hubertus von Breitbach aus Frohnberg, der erste Vorstand vom Kirwer-Verein. Wie ist die Biermesse zu bewerten aus fachlich kirwertechnischer Sicht? Da kommt gerade frischer Gerstensaft eingeflogen. Dankeschön. Ja, also ich kann nur sagen, dass die Idee natürlich super ist und dass es auch wirklich schön aufgezogen ist. Ich finde auch schön, dass die kleinen regionalen Brauereien sich zusammengefunden haben und auch zusammenhalten. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, um nicht immer nur im Konkurrenzdenken zu sein, sondern ein Miteinander, wie der Herr Rasel schon gesagt hat, wir brauchen kein norddeutsches Bier. Wir haben in Bayern mehr als genug. Und das feiern wir heute, das würdigen wir heute und dann machen wir auch gleich weiter am nächsten Stand. Jetzt stehen wir hier mitten im Weg. Das ist genau das, was wir vorhatten. Wir stören den Dr. Alois Blössel von Rahner Bräu, der gerade damit beschäftigt ist, die Flaschen aufzumachen und einzuschenken. Aber wie wir sehen, wir schauen da mal kurz hin. Das kann auch der Chef noch einwandfrei. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Für wen ist das dunkle Bier? Das ist für die jungen Damen da, die sich unser European Beer Star prämiertes dunkles Weißbier ausgesucht haben. Okay, das spricht für Ihren guten Geschmack. Das spricht für Ihren Geschmack, ja, auf jeden Fall. Einmal. Das ist der schwarze Pandur. So lange müssen wir Pause machen, bis er das erklärt. Und hier kommt ein schönes 1283. Genau. Was ist eigentlich die persönliche Lieblingssorte vom Brauereichef? Die wechselt täglich, muss ich sagen. Weil ich muss ja zwangsgedrungen jeden Tag meine Biere probieren. Und jedes schmeckt so gut, dass ich mich einfach nicht festlegen kann. Ein harter Beruf, ich würde nicht tauschen wollen. Und hier schleichen wir uns durch die Gänge und sehen von hinten durch die Brust ins Auge. Das weiß er jetzt selber gar nicht, dass er im Fernsehen ist. Oberbürgermeister Andreas Feller ist da. Wie sind denn so die Zusammenfassungen des Stadtoberhaupts von der ersten Schwandorfer Biermesse 2016? Ich bin noch nicht so lange da, dass ich zusammenfassen könnte, aber ich bin begeistert vom Zuspruch. Und der Wahl für die Oberpfalzhalle war genau richtig, weil das Wetter so unbeständig ist. Und ja, die Halle ist voll, was will man mehr? Die Leute haben den Spaß und die Biere sind ausnahmslos gut.
Okay, wunderbar. Wie sieht jetzt das Programm aus? Handelt man sich sozusagen von Stand zu Stand und dann durch Sorte oder macht man das handverlesen, so wie es ein bisschen reintröpfelt? Also ich bleibe da stehen, wo ich jemanden kenne. Jetzt bin ich kein Unbekannter. Also überall. Nein, war Spaß. Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Und ja, es wird noch ein lustiger Abend werden. Und ich wünsche allen viel Spaß. Und ich sage ein Prosit der Gemütlichkeit. Und so machen wir weiter. Bis zum nächsten Mal. Hier steht der Juniorchef, der Sebastian Jakob vom Brauhaus Nittenau. Hallihallo. Hier sehen wir gerade drei Verköstiger, vier, aber mehr Gläser stehen auf dem Tisch. Was probieren die Herrschaften da gerade Hübsches? Also wir trinken gerade, Zwickel, ein Heilk. Das ist ein mit grünem Hopfen, mit nassen Hopfen, frisch geernteten Hopfen gebrautes Bier, der frisch vom Feld kommt. Dann haben wir ein alkoholfreies aus Eigenproduktion und ein Pale Ale. Pale Ale. Was ist ein Pale Ale für denjenigen, der bis jetzt sagt, wo es eine Hölle ist oder was? Nein. Pale Ale ist ein obergäriges Bier, was sehr hopfenintensiv, also hopfenintensiv gebraut wurde. Mhm. Wir fragen mal ganz kurz, wie es den Herrschaften schmeckt. Da haben wir den Kurt Mischaler, Stadtrat. Wie sieht es da aus? Also die Biere schauen sehr gut aus und es ist sehr interessant, diese unterschiedlichen Biere, die hier zur Verkostung sind, zu probieren. Es ist interessant, wie die gemacht sind. Auch das alkoholfreie, total fruchtig, ganz anders, wie sonst so alkoholfreie Biere kennen. Und jetzt hat jedes einen individuellen Geschmack, sehr interessant. Und hier haben wir vom Rana die amtierende Bierkönigin, die Angelina. Die geht ja immer für 2 Jahre, glaube ich. Genau, für 2 Jahre, bis nächstes Jahr im Februar sind wir wieder. Dann bist du also schon eine, mittlerweile nicht mehr ohne Erfahrung Bierkönigin. Das sowieso nicht, weil ich 2 Jahre zuvor dort Prinzessin war. Dann bist du quasi eine alte Häsin, wenn man das so sagen kann. Genau, ich bin schon voll im Geschäft. Ja, wunderbar. Erzähl mir doch mal, was eine klassische Bierhoheit, ob Prinzessin oder Königin, denn machen muss. Also wir vertreten die Rana Brauerei im Allgemeinen auf Festen. Wir repräsentieren die Biere, trinken mit den Leuten gern mal einen dann. Und ganz wichtig. Natürlich, also und immer nett und freundlich sein, aber das sind sie zu uns ein und dann geht das schon. Jetzt sind wir an einem Stand, der hat sozusagen Regensburger und Schwandorfer Wurzeln in sich. Schmidtbräu und Bischofshof. Schmidtbräu hat ja über lange Jahre das Erscheinungsbild vom oberen Marktplatz geprägt als Brauerei. Jetzt mittlerweile eben in Kooperation mit Bischofshof. Und da haben wir jetzt zwei Damen da stehen. Einmal die Amelie und einmal die amtierende Oberpfälzer Bierprinzessin, die Christina. So, du bist jetzt aus dem schönen Regensburg, nehme ich an, zu uns gekommen. Wie ist dein Eindruck von der ersten Biermesse hier in Schwandorf? Hallo, ich bin überrascht, dass so viele Menschen da sind. Ich denke, dass es super ankommt und ja, man sieht, dass in Schwandorf Bier getrunken wird. Sehr schön. Hat man schon die einen oder anderen Kontakt knüpfen können, mit dem einen oder anderen reden können? Also die Stimmung scheint zu passen? Ja, die Stimmung passt auf jeden Fall. Viele sprechen mich auf mein Amt als Bierprinzessin drauf an und ja, ist super hier. Gut, dann frage ich mal offiziell Richtung Brauerei weiter. Amelie, wie sind denn deine Erfahrungen jetzt bis jetzt gewesen? Habt ihr gute Gespräche bis jetzt gehabt? Wie läuft's? Ja, also bis jetzt ist eigentlich alles positiv angekommen. Und ich finde, das haben wir den Probierschlücke gut, sodass man halt an jedem Stand nicht zu kurz kommt und einfach alles probieren kann. Und ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, einfach das regionale Bier den Menschen näher zu bringen. Ja, man könnte ja auch sagen, weil die Oberpfalz ist sehr vielfältig und damit nehme ich an, muss es auch das Bier sein. Und das ist eigentlich das Schöne hier bei uns. Ja, wie gesagt, es hat jeder irgendwie spezielle Sorten und trotz des Reinheitsgebots, dass eigentlich überall nur dieselben Zutaten drinnen sind, gibt es so eine große Vielfalt und es schmeckt einfach anders als jedes Bier von jeder Brauerei und das ist eigentlich das Schöne. Und wenn so charmante Damen wie die Bierprinzessin Christina oder die Amelie vom Bischofshof uns das erzählen, dann stimmt es umso mehr in der Sache und natürlich auch durch die Präsentation. Und apropos Präsentation, die ist jetzt an dem Stand vorbei, wir gehen zum nächsten. Schwupp geht's Richtung Oberviechtach-Teunz, denn da gibt es die Schlossbrauerei Fuchsberg. Bei mir steht der Brauchef Franz Vogel. Wie bist du bis jetzt zufrieden mit der Biermesse in Schwandorf? Ja, die Resonanz, muss ich sagen, ist wirklich sehr gut. Jetzt kriegen wir auch noch aktuell schönes Wetter, also was wollen wir mehr? Wir haben viele Leute am Stand. Wir sind sehr interessiert an unseren neuen Biersorten, die wir kreiert haben. Also es läuft wirklich toll. Sehr schön. Was gibt es denn bei euch für besondere Biersorten? Was kann man bei euch Schönes verkosten? Ja, bei uns kann man neue Biersorten verkosten, wie zum Beispiel unseren St. Jakobusbock, der in Holzfassbieren gereift ist, in verschiedenen Geschmacksnuancen. Zum Jubiläum vom Bayerischen Reinheitsgebot präsentieren die neueste Sorte, unseren Urstoff, der schöne leichte Fruchtnoten hat und der sehr interessantes Geschmacksprofil hat. Und jetzt habe ich gerade gesehen, dass ihr komische, erhitzte Kugeln, wo es dann ganz arg dampft, in irgendwelche Gläser haltet. Was ist das genau, denn? Genau. Das ist der neueste Gag von unserem Biersommelier, von Florian Spiesel.
Der glüht hier einen Metallstab vor, steckt ihn dann in das Bier rein und dann entstehen richtig schöne Karamellaromen in diesem Bier. Und das heißt dann? Bierstacheln. Ein Bierstacheln? Bierstacheln, ja. Okay, wir stacheln hier weiter das Bier, aber nicht die Stimmung unnötig an, aber die ist sowieso gut auf der ersten Schwandorfer Biermesse und deswegen schauen wir uns jetzt gleich mal um, wie es weitergeht.